So, erstmal hallo allerseits. Ist recht interessant und faszinierend, weil als wir das vor 2,5 Jahren gestartet haben, da würde ich sagen, waren wir noch die einzigen Nerds, die das gemacht haben, und alle anderen haben sich dafür, fanden das interessant. So, heutzutage, wenn wir hier durchgegangen sind, etwa über 50% haben in irgendeiner Form Zahlen über sich selbst erhoben, durch einen Sensor, durch eine Lauf-App oder sonst was. Und damit sieht man, dass dieses Thema sich relativ stark entwickelt und relativ stark etabliert. Ich habe eine relativ einfache Einführung zu dem Thema, was es ursprünglich mal hieß und wo ich es im Moment sehe, wo ich persönlich eine Vision da drin sehe. Und all die Punkte hier drin, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich mich jetzt schon seit einigen Jahren, wie man gleich sieht, damit befasse. Und dient gerne, fragt jederzeit zwischendurch. Zu meiner Person, 35 Jahre alt. Ich habe so ein paar Grundsätze und die findet man in dem Thema wieder. Das eine ist, ich glaube, dass Menschen unterschiedlich sind. So, und für mich hat das einen ganz massiven Punkt in Quantified Self. Das zweite, ich bin absolut neugierig und ich verstehe gerne. Ich liebe Tech, also ich bin absolut Nerd by Nature. Und ich persönlich definiere für mich, dass ich tatsächlich schon seit 1995 anfange, Quantified Self zu machen, indem ich Zahlen über mich selbst erhebe. So, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Oft sehen die Leute nicht, wo das schon anfängt. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Die grundsätzliche Philosophie von Quantified Self. Quantified Self hat diesen Aspekt, dass es auf sich selbst bezogen ist. Und basiert auf dieser These n ungleich 1. Das heißt, wir sind kein Durchschnittsmensch, sondern jeder ist ein Individuum. Und für ein Individuum zählen andere Regeln. Das heißt, das, was für meinen besten Freund stimmt, muss nicht unbedingt für mich stimmen. Das Ganze basiert schon in der DNA. Menschen sind unterschiedlich. Wenn man in die Medizin geht und sich das anguckt, dann wird man sehen, dass Medikamente an Durchschnittsmenschen getestet werden, aber tatsächlich alleine schon auf der Genbasis unterschiedliche Wirkungen sind. So, für mich als visuelles Beispiel, ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt der Durchschnitts-Eurasier, und da alle Medikationsteste hier gegen den Durchschnitts-Westeuropäer gemessen werden und es nachweislich unterschiedliche Unterschiede gibt, habe ich einfach hier schon ein Thema, wo ich sage, es gibt was anderes. Und das ist das, was mich interessiert hat. Einfach mal als Beispiel, um das Ganze ganz konkret zu machen. 2008 stand im National Geographic der Durchschnittsmensch. Und das ist der Durchschnittsmensch und das bin nicht ich. Als ich das für mich selbst erkannt habe, das war ein bisschen nachdem ich wirklich erkannt habe, was Quantified Self ist, habe ich halt einfach gesagt, okay, wer bin ich eigentlich? Und habe diese Interesse daran gehabt, mich selbst mehr zu verstehen. So, und um mich selbst zu verstehen, und das ist ganz interessant, weil wir eben darüber geredet haben, man kann nicht mehr auf sich selbst vertrauen. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien dazu, zu dem Dunning-Kruger-Effekt von 1999, die halt belegen, dass die Sachen, die man nicht kann, darin hat man einen systematischen Bias in der Selbstbewertung. Das heißt, man kann sich in verschiedenen Sachen wirklich nicht nur auf sein Gefühl verlassen. So, das ist eine wissenschaftliche Tatsache, das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal irgendwo erlebt. Und für mich hat das halt dazu geführt, dass ich sage, mich interessiert neben meiner subjektiven Wahrnehmung vor allem auch eine objektive Wahrnehmung zu mir. Und zwar Fakten. Es gibt einen messbaren Wert und den kann ich vergleichen. Und den kann ich komplett entkoppelt von meinem persönlichen Empfinden interpretieren und bewerten. Das ist das Thema, was mich an Quantified Self reizt. Wenn man jetzt zu der Geschichte, also darauf basiert, was sind die Daten, die ich heutzutage regelmäßig über mich selbst tracke? Das sind meine Schlafdaten, das sind meine Fitnessdaten, das sind meine Gesundheitsdaten, das ist meine finanziellen Daten und das ist auch meine Stimmung. So, dieses Tracken oder Messen ist unterschiedlich schwierig über die Zeit und da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze, für was funktioniert, was nachhaltig ist und was wer macht, weil jedes Messen hat im Grunde Aufwand und Aufwand sind Kosten. Und wie bereit man ist, das für kontinuierlich zu machen, wenn man nicht genau weiß, was das Ergebnis ist, das ist halt eine der großen Fragen. So, wo habe ich angefangen? Also mein bestes Beispiel ist immer Pen and Paper. Fitnessstudio, der klassische Fitnessplan, wo man misst, wie viel hebt man, wie viel macht man. Sport generell, ich habe früher relativ viel Leistungssport gemacht.
Da wurde kontinuierlich auf Papier aufgeschrieben, was ich tue. Das ist Quantified Self. Ich habe Daten über mich erhoben und weggeschrieben in objektiven Zahlen. Und zu der Zeit war das halt, da gab es den Begriff Quantified Self nicht. Das ist was, das hat es auch schon immer gegeben, dass Menschen Leistung messen in objektiven Zahlen und diese wiederum nutzen, um sich selbst zu verbessern oder zu verstehen. So Richtung 2005 in etwa aus meiner Sicht, also kann man unterschiedlich sehen, hat es angefangen, dass Sensoren ins Spiel kamen, in einem größeren Stil. Das heißt, dass die Messung halt einfach stattgefunden hat, nicht mehr, dass ich irgendwas messe und eintrage, sondern dass ein kleines Gerät das irgendwie misst. Früher waren das noch recht wenig Sensoren, da konnte man sich noch jeden davon leisten, wenn man ein bisschen investiert hat. Und es war ein ziemliches Nerd-Thema. Das heißt, es war irgendwie nur der verschriebene Freak oder komische Typ, der das die ganze Zeit macht. Es war nicht so Mainstream-mäßig. 2008 wurden die Quantified Self Meetups in Amerika gegründet. Das heißt, Gruppen wie diese, überall in der Welt, und die haben sich relativ stark verbreitet und ausgebreitet. Das heißt, das Interesse für dieses objektive Wissen über einen selbst hat zugenommen und ist international recht stark verbreitet. Ich habe nicht die genauen Zahlen im Moment, aber es sind mittlerweile einige, ich glaube 140 oder mehr Meetups, die weltweit stattfinden von Leuten, die sich halt einfach regelmäßig mit dem Thema befasst haben. Was auch so in dieser Zeit zunehmend passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass das ganze Thema Sensor und Apps zum Vermessen von sich selbst explodiert ist. Heutzutage gibt es über 20.000 Fels-Apps. Es gibt zunehmend Sensor-Gadgets, die überall auftauchen und die, also ich habe mittlerweile das Gefühl, es gibt keine Woche, wo es nicht irgendein neues Gerät gibt, was Daten über einen selbst vermisst oder trackt und verfügbar macht. Und das Ganze hat halt mit den Smartphones extrem angefangen und breitet sich halt aus. So. Die aus meiner Sicht Mainstream-QS-Themen heutzutage sind recht einfache Themen. Das ist sowas wie Schlaf, das ist Gewicht, das ist Fitness, meistens mit dem Fokus zum Self-Improvement, also zur Selbstverbesserung und Glücklichkeit. Also das sind Mut. Das sind so die Sachen, die standardmäßig im Mainstream heutzutage getrackt werden. Neben diesen Mainstream-Sachen gibt es verschiedene Sachen, die im gesundheitlichen Bereich getrackt werden, wo Leute wesentlich mehr in die, ich denke, das werden wir gleich auch in den anderen Präsentationen sehen, in spezielle Themen einsteigen. Also für mich persönlich, ich habe neben diesen Daten noch eine ganze Reihe an Gesundheitsdaten, die ich tracke, weil, und das werde ich gleich nochmal zeigen, ich halt daran glaube, dass wir durch Quantified Self eigentlich eine neue Perspektive auf das Ich und auf die Gesundheit erreichen können. Wo bewegt sich das Ganze hin? Und das ist eigentlich der spannende Teil. Wir bewegen uns zunehmend in eine Zeit, wo wir weg davon gehen, dass wir eine aktive Messung haben. Das heißt, wir müssen irgendetwas manuell tun, um Daten einzugeben, sondern wo Daten passiv gemessen werden. Passiv und kontinuierlich. Und aus meinen Erfahrungen über die Jahre, das ist die einzige Art des Messens, die wirklich funktioniert, ist die, wenn der Lebensalltag funktioniert, wie er vorher funktioniert hat, und parallel Daten weggeschrieben werden. Weil das ist der einzige Weg, wie man auch nach 2 Jahren noch misst. Mein Paradebeispiel ist zum Beispiel meine Waage. Meine Waage ist eine ganz normale Waage. Ich stelle mich drauf, das Einzige, was die nebenher macht, die übermittelt das Gewicht jedes Mal auf einen Server und dadurch habe ich einen Trend. Der Trend ist seit 2009, glaube ich, andauernd und ich kann mir genau angucken, was über Zeit dabei passiert ist. Das ist ganz interessant, weil ich kann jetzt heutzutage mir das angucken und das korrelieren zu, was ist wann passiert. Und was ich für mich persönlich als Erkenntnis genommen habe, ist, dass ich gesehen habe, immer in den Momenten, wo in meinem Leben Stress ist, wo ich sagen kann, okay, hier war was, ein schwieriges Projekt, meine Kinder sind zur Welt gekommen, Unzufriedenheit in einem Job, ist mein Gewicht hochgegangen. So, die Gewichtsentwicklung korreliert zu Stress, ist bei jedem Mensch anders. Wenn ich mit meinem Onkel rede, der sagt mir, wenn er Stress hat, geht das Gewicht runter.
Diese Information objektiv zur Verfügung zu haben, hilft mir jetzt, wirklich ganz bewusst darauf zu achten, zu dem Zeitpunkt, wo ich Stress habe, was ich mit meinem Essen mache und nicht mehr durch Nahrungsaufnahme Stress zu kompensieren. Es gibt verschiedene Sachen dieser Art, wo Quantified Self-Daten, also Daten über einen selbst, über einen langen Zeitraum helfen können, Erkenntnisse zu machen, die man vielleicht sonst nicht wahrnehmen würde. Herausforderung dabei ist aber immer, dass man halt über einen langen Zeitraum Daten hat. Und solange es aufwendig ist, diese Daten zu erheben, hören die meisten Leute nach 3 Monaten auf. Und deswegen sehe ich halt die Zukunft von Quantified Self neben der Tatsache, dass der Vorteil im passiven Messen existiert, auch darin, dass wir eine Welt erzeugen, die vollgestopft ist mit Sensoren, wo kontinuierlich passiv gemessen wird. Und das spannende Thema daran ist eigentlich, es zu schaffen, diese Daten zugänglich zu machen und jedem Individuum die Möglichkeit machen, eigene Schlüsse daraus zu ziehen. So. Was ist mein persönliches Thema oder mein persönliches Thema, wo ich wirklich, was mich eigentlich an dem Thema wirklich dran hält? Ich glaube, dass Quantified Self zu einer Revolution in der Medizin führen kann und wird. Und zwar weg davon, dass unsere heutige Medizin gegen den Durchschnittsmensch und punktuelle Messungen arbeitet und hin dahin, dass die Medizin anstatt die eine 100% Messung 100 Messungen hat, vielleicht mit einer Genauigkeit von 80%, aber dafür dann individuell auf die Trends in diesen Messungen guckt. Oder lassen es 1000 Messungen sein. Und dass wir praktisch anfangen, eine individuelle Medizin darauf zu haben, dass wir Daten über das Individuum haben und Veränderungen in diesen Daten sehen können. Das ist für mich das, was ich recht spannend finde. Ich habe jetzt nicht ausgeholt und das 2000ste oder 5000ste neue Gadget oder Feature gezeigt, weil heutzutage in der Presse kann man eigentlich jede Woche von irgendeinem neuen Tracker, sei es, das x-te Chromosom im Urin oder der nächste kalorienzählende Kopfhörer lesen. Also es gibt alles und es wird immer mehr. Aber für mich, was ich einfach mal präsentieren wollte, ist ganz grob, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und wo sehe ich eigentlich riesiges Potenzial? Für mich selber, es hilft mir, mich zu verbessern. Ich glaube, dass wir im Gesundheitswesen einiges mit Quantified Self machen können und würde das einfach auch wirklich damit als Grundlage für die Diskussion heute Abend abschließen. Gut, vielen Dank.